Tatort, was ist das für ein wie heißt die Wiener Band? Im neuen Wiener Tatort, was ist das für eine Welt? 26. Februar, das erste, gehen Moritz Eisner, Harald Krasnitzer. 62, und Bibi Fellner, Adele Neuhauser, 64, zusammen mit Assistentin Merit Schande, Christina Scherrer. 35, auf Verbrecherjagd. Ein erfolgreicher IP-Mitarbeiter wird erstochen, die drei Ermittler müssen Licht in den verworrenen Fall bringen. Vor allem Schande steht in diesem Krimi im Fokus. Die junge Polizistin besucht mit ihrer Freundin ein Konzert und trifft dabei zufällig auf eine Zeugin. Die auftretende Band spielt eine wichtige musikalische Rolle im Tatort. Doch wie heißt die österreichische Gruppe? Bei der Wiener Band handelt es sich um Kreisky. Ihr Song Kilometer weit Weizen, 2021, ist sowohl beim Konzert als auch während des großen Showdowns zu hören. Die Indie-Rock-Band wurde 2005 von Franz Adrian Wenzel, 46, Künstlername aus Trofried, und Martin Offenhuber gegründet. Heute gehören noch Helmut Lelo Brosmann und Klaus Mitter dazu. Vor allem in Wien und Umgebung machten sich die Musiker einen Namen. Benannt ist die Gruppe nach dem ehemaligen österreichischen Bundeskanzler Bruno Kreisky, 1911 bis 1990. 2021 erschien mit Atlantis ihr bislang letztes Album. Die Hauptdarsteller Harald Krasnitzer und Adele Neuhauser kannten die Gruppe vor den Dreharbeiten. Krasnitzer kenne Kreisky vor allem aus dem Radio. Es handle sich dabei um eine erfolgreiche österreichische Band. Ich mag ihre Texte und Musik und ich streame sie natürlich. Ich habe mich total gefreut, dass die bei uns dabei sind. Anführungszeichen. Laut Neuhauser trifft die Band den musikalischen Nerv der Zeit. Auch sie kannte sie vorher. Habe allerdings noch kein Konzert von ihnen besucht. Eine Sache wurmt die Schauspielerin noch immer, ich war auch ein bisschen traurig, dass ich an diesem Drehtag, wo die Band live aufgetreten ist, nicht dabei sein konnte. Anführungszeichen.